Moin. Heute geht's mal wieder auf einen Wildbach, allerdings nicht auf irgendeinen, sondern in die Loferschlucht. Warum das besonders ist? Ich erkläre es euch. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist Wildwasser nicht gleich Wildwasser. Genau wie beim Mountainbiken, Skifahren oder Klettern gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen. Im Wildwasser gehen diese von 1 bis 6, wobei 1 das leichteste ist. Merkmale zur Beurteilung sind dabei unter anderem die Einsehbarkeit der Stromschnellen, die Wasserwucht und die Umgebung einer Stromschnelle, also wie viele Kehrwässer es gibt, um anzuhalten oder was direkt hinter einer Stromschnelle als nächstes kommt. Über die Jahre habe ich mich bis Wildwasser 4 hochgearbeitet, Wildwasser 5 allerdings nur in wenigen Situationen an einzelnen Stellen befahren und das dann auch immer mit PaddlerInnen, die schon besser Boot fahren und den Fluss kannten. Das liegt auch daran, dass der Schritt von Wildwasser 4 zu 5 besonders schwer ist, weil ab da die Konsequenzen bei Fehlern häufig um ein Vielfaches größer sind. Bei Wildwasser 5 muss man die Linien einfach treffen. Die Loferschlucht, die ich heute mit Malte zusammen paddel, ist als reiner Fünferfluss deklariert. Ich persönlich würde die Strecke zwar eher als 4 bis 5 einstufen, die Kernstelle, also der schwierigste Teil, ist aber definitiv 5. Dazu kommt, dass keiner von uns beiden bislang diesen Flussabschnitt gepaddelt ist. Also ist unser Projekt für heute der erste Fünferbach auf eigene Faust. Und ich bin ganz ehrlich, ich war übelst nervös. Du gehst vor, wenn du im Kehrwässer bist, pfeifst du, dann komme ich erstmal zu dir. Das ist jetzt hier rechts am Stein vorbei und dann kommt der Spitze dahinter irgendwie, ne? Gut. Die Loferschlucht kann man praktischerweise einmal vollständig entlang laufen, was es uns ermöglicht hat, vor dem Paddeln zu scouten und zu überlegen, welche Stelle wir wie fahren. Wenn man schweres Wildwasser fährt, dann sollte man das auf jeden Fall strukturiert und überlegt tun und potenziell gefährliche Stellen auch absichern. Wir haben abgemacht, dass ich die Kernstelle zuerst befahre, weshalb Malte zunächst ins letzte Kehrwasser davor vorgefahren ist, um auszusteigen und sich zum Sichern etwas weiter flussabwärts aufzustellen. Beim Kajakfahren gibt es verschiedenste Methoden, eine Stromschnelle abzusichern. Die klassische, die wir auch hier angewendet haben, ist die Sicherung mittels Wurfsack. Ein Wurfsack ist ein Stoffbeutel mit einem Seil von einer Länge zwischen 10 und 40 Metern. Tritt der Fall ein, dass ein Paddler oder eine Paddlerin schwimmen muss, kann der Wurfsack dem oder der Schwimmerin zugeworfen werden, um ihn oder sie aus dem Wasser zu ziehen. Dadurch wird verhindert, dass man als Schwimmerin noch weitere Stromschnellen runterschwimmen muss. Da sitze ich also nun im letzten Kehrwasser vor der ersten Fünferstelle, bei der mir niemand gesagt hat, wie genau ich paddeln muss und dass da eh nicht viel passieren kann. In so einer Situation setzt dann immer ein ganz besonderer Modus bei mir ein. Zum einen bin ich super nervös und überdenke vielfach, ob das eine gute Idee ist. Zum anderen setzt dann aber irgendwann der Fokus ein. Ab diesem Punkt verschwindet dann alles um mich herum und ich gehe im Kopf nochmal durch, welche Paddelschläge ich wo setzen will und stecke vollstes Vertrauen in meine Paddelfähigkeiten. Dann kam auch der Pfiff und es ging los mit dem Gedanken, dass das bestimmt klappen wird.
wenn man oben in diesem Kehrwasser ist, ist die Nervosität so brutal. Weil man einfach wirklich vom Fluss aus, man sieht noch weniger als ihr jetzt von der Kamera gesehen. Man sieht einfach nur, dass es runtergeht und du weißt, egal wie oft du es dir anguckst, du weißt nicht genau, wie es da unten aussieht. Und das Herz schlägt brutal, zumindest bei mir. Und da muss man einfach sich so fokussieren und sich jetzt einfach ganz, ganz klar machen, dass man in der Lage dazu ist, das jetzt runterzufallen und dass man das packt. Und dann kommt man in so einen Tunnel, macht die Schläge und wenn man da unten ist, ist das einfach der Wahnsinn. Adrenalin pumpt jetzt auch total, aber es ist einfach ein mega geiles Gefühl jetzt hier so eine Stelle befahren zu haben. Komplett auf eigene Faust mit Absichern, allem drum und dran, ohne dass jemand wirklich hier schon mal gefahren ist. Komm! Ich glaube, ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen. Dieses Gefühl, wenn alles geklappt hat, ist einfach unbeschreiblich. Ich wünschte, ich könnte es noch mehr mit euch teilen, aber ich glaube, mehr als über den Clip von eben geht leider nicht. Nach der Kernstelle kommen noch zwei Stufen und bei der zweiten war ich mir nicht ganz sicher, ob man die so easy fahren kann. Deswegen habe ich mir erstmal von außen angeschaut, wie Malte die vorfährt. Leider hat es bei Malte nicht ganz optimal geklappt, was immer passieren kann, vor allem wenn man als Erster fährt. Deshalb habe ich dann per Handzeichen angesagt, dass ich die Stelle abgesichert haben möchte, wenn ich sie fahre. Ich habe nämlich gesehen, dass die Stelle gut fahrbar ist, habe mir aber dann eine minimal andere Linie ausgesucht. Wäre ich als Erster gefahren, wäre es mir wahrscheinlich ähnlich ergangen wie Malte. Auch danach wurde die Loferschlucht nicht langweilig. Zwar etwas einfacher, aber trotzdem interessant durch viele Felsblöcke im Flussbett, bei denen es gar nicht so einfach ist, den richtigen Durchgang zu finden. Ohne Witz, das ist einfach absolut das geilste Gefühl überhaupt. Ich war so nervös vorm Paddeln, ich habe sogar alles falsch, ich habe falsche Reihenfolge meine Klamotten angezogen. Ich habe irgendwie mich gar nicht konzentriert, habe vergessen nochmal aufs Klo zu gehen. Ich habe
Ich war so nervös. Herz hat die ganze Zeit geschlagen, Adrenalin hat richtig gepumpt. Und jetzt, wenn man sowas gepackt hat, ist es einfach so ein geiles Gefühl, hier jetzt durchgefahren zu sein und keine Ahnung, einfach seine Komfortzone mal einmal verlassen zu haben. Und ja, durchgebissen hat, sich fokussiert hat, sein Mindset unter Kontrolle gehabt hat. Und dann am Ende auch wirklich die Skills gehabt hat, um das zu paddeln. Ey, das ist das größte Glücksgefühl, was ihr euch vorstellen könnt. Mega happy. Ich war, wie ihr seht, mega happy und hab's dann gut sein lassen für den Tag, während Malte noch einen zweiten cleanen Run mit einem neu kennengelernten Paddler gemacht hat. Danach gab's dann natürlich erstmal ordentlich was zu futtern. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis nächste Woche Samstag. Haut rein.